Toll. So, sehr gering. Ich würde jetzt einfach mal vorstellen, auf welche Punkte wir jetzt eingehen wollen. Dann wird es ein bisschen klarer für euch wird. Also zuerst wollen wir uns vorstellen, kurz sagen, wie der aktuelle Stand ist. Und danach wollen wir euch gerne noch erzählen, was wir bisher geleistet haben, was wir als Mieter geschafft haben. Und danach gibt es noch Zeit für offene Fragen und auch für Gesprächsbedarf, wenn noch irgendwas sein sollte. Lass uns mal vorstellen zuerst. Ich kann es versuchen. Also wir haben es nicht groß durchgesprochen. Genau, wir wohnen am 7. August, haben wir erfahren, dass unser Haus verkauft worden ist. Und von der Politik, vom Bezirksbaustadtrat, dann hat er uns eingeladen ins Rathaus, der Herr Biedermann von den Grünen. Dann sind wir da hingekommen und haben erfahren, dass wir verkauft wurden. Und dann, weil wir im Milieuschutzgebiet sind, haben wir eine 2-Monats-Frist, in der geprüft wird, ob der Käufer die Milieuschutzbedingungen einhält. Dafür gibt es so eine Abfindungsvereinbarung, die er unterschreiben muss. Und genau, und dann haben wir erfahren, was das für ein Käufer ist. Der Julian Gregor Kunz mit der Gesellschaft JFT Grundbesitz Nummer 28 GmbH. Und der ist 34, hat schon über 80 Unternehmen und man kann sich ausmalen, was seine Ziele sind mit dem Haus. Und steht auch in Verbindung mit Padovic. Und genau, und dann haben wir halt angefangen, Alarm zu schlagen, weil wir wissen, dass es nicht gut ausgehen wird. Wir haben eine Demonstration organisiert, haben uns vernetzt mit anderen Initiativen, Häusern, haben die Leute mobilisiert, in Mietervereinen einzutreten und in Mietergemeinschaft. Und wir haben auch Kontakt zu unserem Bezirksstadtrat aufgenommen, beziehungsweise hat er zu uns zuerst Kontakt aufgebaut, uns informiert, dass unser Haus jetzt verkauft wurde an diesen bestimmten Herrn. Und wir sind auch immer noch permanent in Kontakt mit dem Bezirksstadtrat. Er versucht, das Vorkaufsrecht für uns auszuüben, das heißt, dass ein bestimmter Drittkäufer das Haus erwerben kann anstelle dieses anderen Käufers. Also der wahrscheinlich vernetzt ist mit Padovic. Und wir, weil wir einfach befürchten, dass wir durch diesen, können wir den Namen sagen? Ja. Ach so, durch diesen Herrn Kunz verdrängt werden. Dass es Modernisierungsmaßnahmen gibt, die wir einfach nicht mittragen können. Und besonders weniger gut ausgestattete, gut verdienende Mieter vielleicht zuerst ausziehen müssen. Und das wollen wir einfach verhindern und versuchen, das aufzuhalten. Genau, es gibt auch 2 Gewerbe im Haus. Es gibt leider überhaupt keinen rechtlichen Gewerbeschutz. Also man weiß dann, dass das die Ersten sind, die gehen müssen oder die keine neuen Verträge bekommen. Und genau, das ist halt einfach ein Unding. Und deswegen versuchen wir gerade, uns zu organisieren und um dagegen vorgehen zu können, falls es passiert. Oder das jetzt noch zu verhindern. Wir haben jetzt noch bis Sonntag. Sonntag ist der letzte Zeitpunkt, wo der Herr Kunz die Abfindungsvereinbarung unterschreiben kann. Und wenn er die nicht unterschreibt, dann darf der Bezirk einen Drittkäufer vorschlagen, der das Haus dann erwerben kann. So, das ist unsere Hoffnung. Aber deswegen ist es Wichtigste, ihm zu zeigen, dass wir organisiert sind und dass er die Abfindungsvereinbarung nicht unterschreibt. Und genau, was ist noch? Genau, ja. Wir haben auch schon versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten. Haben jetzt den zweiten Brief rausgeschrieben. Auf den ersten hat er sich nicht gemeldet. Genau. Also, richtig. Reden wollte er mit uns nicht. Was uns natürlich auch ein schlechtes Gefühl hinterlässt. Genau. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen? Oder noch irgendwelche Anmerkungen? Weil ja, genau. Es sind auch andere, sind ja auch einige anwesend. Vom Haus da. Genau. Könnt ihr noch mal kurz erklären, was das bedeutet, wenn er das unterschreibt? Dann gehört ihm das Haus. Dann beziehungsweise er unterschreibt ja dann die Abwendungsvereinbarung. Genau. Und in dieser Abwendungsvereinbarung werden ja bestimmte Bestimmungen, Maßnahmen festgehalten, an die er sich halten soll, wenn er das Haus übernimmt. Das heißt dann zum Beispiel keine neuen Balkons anbauen oder den Dachboden irgendwie neu erneuern, mehrere. Aber wir wissen nicht, was drin steht. Genau. Also wir wissen halt nicht, was drin steht. Genau. Aber wenn er das unterschreibt, dann haben wir vielleicht etwas was Kleines geschafft. Also, dass er keine Balkone ausbaut und dass er keine Fahrstuhl einbaut und es umlegt auf die Miete. Andererseits ist er auch
schon bekannt dafür, dass er andere Häuser aufkauft und die modernisiert und die Mieter verdrängt mit irgendwelchen Mitteln. Also denken wir. Vermuten wir, dass es so ist. Ja, also wir können ja nur vermuten und das sind jetzt einfach auch nur unsere Ängste. So. Genau. Und auch, wir sind zwar jetzt im Milieuschutzgebiet, aber wie lange noch? Und dieser Mann hat auch einen langen Atem, der macht das schon seit längerer Zeit, dass er Häuser aufkauft und mit ihnen die auch lange einfach stehen lässt. Und also er jetzt nicht, er jetzt nicht. Die Immobiliengruppe um ihn herum, die Leute, genau, mit denen Geschäfte macht. Ja, also die Leute, mit denen der Herr Geschäfte macht, die sind halt eben schon dadurch bekannt geworden, dass sie eben lange Zeit an den Häusern gar nichts mehr machen und den Mietern das Wohnen so unbequem machen, dass die Mieter halt von alleine gehen, weil es eben nicht schön ist, wenn man im Winter nach Hause kommt und die Wohnung ist kalt oder das Wasser läuft in die Wohnung. Also so wird es halt berichtet von anderen und wir haben halt eben wirklich Angst, dass wir so nicht sofort, aber langfristig eventuell verdrängt werden sollen, damit diese Wohnungen, in denen wir jetzt wohnen, andere dann frisch saniert oder frisch renoviert mieten können zu einem deutlich höheren Mietpreis, als wir sie jetzt zahlen. Das ist die Angst. Mit der Nummer mit dem Drittkäufer nachfragen. Also diese Option gibt es nur, wenn er diese Abfindungsvereinbarung nicht unterschreibt. Genau. Warum gibt es die Option nicht vorher, dass das Bezirksamt... Das haben wir auch schon, das Bezirksamt. Wir haben jetzt innerhalb von 2 Monaten quasi, wir sind alles normale Mieter, also wir haben kein Immobilienrecht studiert oder so und wir sind halt auch enttäuscht von der Politik. Also das sind so eine Augenwischergesetze, Vorkaufsrecht. Das ist kein Vorkaufsrecht. Der Bezirk darf halt einen Drittkäufer vorschlagen, wenn der Käufer diese Abfindungsvereinbarung nicht unterschreibt, nur dann. Aber wie so oft Milieuschutz, also der Schutz ist ja auch nicht wirklich aktiv. Klar, das einzig Gute ist, dass wir 2 Monate Zeit haben, uns zu organisieren, aber 2 Monate sind auch nichts eigentlich. Und muss man aber auch sagen, es ist nicht immer so, dass das Bezirksamt einen wirklich informiert. Ja. Also wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir informiert wurden, auch vom Bezirksamt, dass wir verkauft wurden und dass der Bezirksstadtrat auf uns zugetreten ist, aber es ist nicht in jedem Bezirk so und nicht jeder Bezirksstadtrat macht das. Und das Gebäude gehörte vorher dem Bezirk? Nee, das Gebäude gehörte einer privaten Eigentümerin, also irgendwie Erbin. Man könnte als Mieter vorschlagen, man kann zum Mietshäuser-Syndikat gehen zum Beispiel, überlegen, wie teuer können wir das Haus selber kaufen. Aber man kann es dann auch nicht kaufen, man kann dann nur quasi sich dann beim Bezirk sagen, hey, wir würden das Haus gerne selber kaufen. So, das ist aber bei uns rausgefallen, weil es zu teuer wäre. Also, aber das wäre zum Beispiel eine Option auch gewesen. Ich schlage auch gerne vor, ne? Also ich meine, aber wir können gerne nach dem 7. oder so wieder eine Veranstaltung machen oder sonst wie, wenn ihr irgendwas braucht. Ne? Danke. Nochmal danke an euch. Dankeschön. Dankeschön.